Critters kommt einer nach dem anderen raus. Was war das? Wer ist denn da? Es ist alles in Ordnung. Alles ist... Oh-oh. Maudie. Catnap. Ah, du schläfst ja ein. Nicht so schnell. Du gehst nirgendwo hin. Husch. Ich habe keine Angst vor dir. Nimm das. Oh-oh-oh. Autsch. Genau auf die Schnurrhaare, Kätzchen. Und jetzt, Top. Hey, warum? Hab ich dich, du Monster. Aber ich bin kein Monster. Was ist los? Hey, halte durch, Cat. Ich hab's im Griff. Oh, Hundstage. Ich kann nicht mit Zweien umgehen. Fass mich nicht an. Sieht aus, als wäre ich verloren. Ich werde nie wieder Poppy Playtime spielen. Das ist seltsam. Hab keine Angst. Komm mit mir. Nö. Du hast keine große Wahl. Das macht Sinn. Gut. Sie ist nicht gefährlich. Streichle sie. Katzen mögen das. Komm schon. Okay. Oh, sie ist süß. Siehst du, sie ist kein Ungeheuer. Ja, wir werden dir jetzt alles erzählen. So begann meine Geschichte. Können Sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Halt durch, Kätzchen. Wen haben wir denn da? Du bist erledigt, kleines Mädchen. Hast du Angst? Gib mir das Spielzeug. Nein. Na gut, dann machen wir es auf die harte Tour. Hopp. Gib Catnap zurück. Sofort. Willst du deine Katze zurück? Du bist grausam. Oh, da ist jemand geplättet worden. Du kannst sie jetzt nehmen. Mein Catnap. Ist schon gut, Kätzchen. Ich wasche dich, wenn wir zu Hause sind. Bravo. Ihr zwei seid sehr enge Freunde, oder? Ja. Mhm. Mein Respekt. Ich habe ein Angebot. Die ewige Freundschaft mit Catnap. Für immer mit ihm befreundet sein? Ich bin dabei. Abgemacht. Wunderbar. Wow. Ich mag es nicht, wenn er so lacht. Glückwunsch. Du magst die Smiling Critters, nicht wahr? Was? Ein Körpertausch? Das ist richtig. Schweig. Keine Bewegung. Nein, nein, nein. Bitte, lass mich los. Was tust du da? Endlich kann ich mein geniales wissenschaftliches Experiment durchführen. Lass das. Alles ist bereit. Also lasst uns loslegen. Mama. Unglaublich. Meine Berechnungen waren richtig. Was ist los mit mir? Was hast du getan? Lass mich los. Kitty, Kitty, wohin gehst du? Bleib stehen. Du wirst nirgendwo hingehen. Du hast einen Vertrag unterschrieben. Gerissener Lügner. Ich werde gerne ein Nickerchen machen. Wir müssen unsere Pfoten nehmen. Die Physikprüfung war so einfach. Vicky, was für ein süßes Kätzchen. Vicky, ich bin's, Aileen. Ich bin in Catnap verwandelt worden. Katzen sind das Beste, was die Natur geschaffen hat. Du wirst mir doch helfen, oder? Oh, meine Kleider. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Bleib, wo du bist. Hilfe, da ist ein Ungeheuer. Hilfe, Vicky, was ist passiert? Catnap ist ein Monster. Nein, nein. Es könnte meine Haut gewesen sein. Komm schon, das wollte ich nicht. Ein Monster, ein Monster, ein Monster. Hilfe. So bin ich zu Catnap geworden. Ich wünschte, ich könnte wieder ein Mädchen namens Aileen sein. Armes Geschöpf, wir müssen dir deinen Körper zurückbringen. Juhu, ich habe eine Idee, aber wir brauchen einen Plan. Um mich wieder in einen Menschen zu verwandeln, müssen wir also in das Labor des Bösewichts gelangen. Ihn neutralisieren und dort ein Umkehrelixier finden. Und sobald ich es trinke, werde ich wieder ein Mädchen sein. Böse, schäbige Katze. Dieser Florent hilft ihr auch nicht. Du wirst es nie schaffen. Ich muss sie fangen. Aber wie? Ich habe eine Idee. Das wird nicht funktionieren. Oh, hier ist die männliche Version. Toll. Psst. Prost, Kumpel. Los geht's. Was für ein Geruch. Meine laufende Nase ist geheilt. Ich bin nicht neidisch auf Huggy. Oh, Meister. Huggy, du musst dich um Catnap und ihre Komplizen kümmern. Ich bin dabei, Meister. Sofort ausrücken. Autsch. Versuch es mal von der Seite, du Genie. Gut, danke. Ciao, ciao. Er nennt sich selbst ein Monster. Bis dann, Chef. Los, Team. Oh, was ist hier los? Ruff, ist das ein Erdbeben?
Keine Ahnung. Es ist Huggy. Der böse Wissenschaftler muss ihn geschickt haben. Verabschiede dich von dieser Welt. Entspann dich. Ich kümmere mich um ihn. Du kannst mich nicht besiegen, Catnap. Was kannst du mir denn antun, Zähnchen? Schau, was ich habe. Bah! Gefällt dir das? Fang. Ach so. Meiner. Mein Ball. Marr! Ich muss selbst gegen Huggy kämpfen. Ergib dich, Mensch. Nein. Du bist sowieso fertig. Was soll ich tun? Oh, ich habe eine Idee. Sollen wir spielen, Zani? Ups. Aua. Aua. Das tut weh. Oh, jetzt sollte es klappen. Schlaf. Ja, Huggy Wuggy ist immobilisiert. Tolles Teamwork. Wow. Bringen wir ihn hier raus. Er ist schwer. Oh, du. Schwächling, Schwächling. Konntest mit einigen Mädchen nicht umgehen. Genau, da ist eine Dame. Nur eine Frau kann Frauen besiegen. Süße Mommy Longlegs. Es wird Zeit, dass du zeigst, wozu du fähig bist. Mach es dir bequem. Und jetzt steh auf. Oh. Warum hast du mich geweckt, Meister? Ich habe einen Job für dich. Zu deinen Diensten, Chef. Kümmere dich um Catnap und ihre Gefolgsfrauen. Wie du willst. Komm schon, Mami, lass mich nicht im Stich. Ich werde mein Bestes tun. Jetzt wird uns niemand mehr aufhalten. Bald wird Catnap ihr Aussehen zurückbekommen. Oh, was war das? Ich mag es nicht. Oh, oh, helft mir. Lasst mich nicht los, Mädels. Halt dich fest, Mac. Lass los, du fieser Arm. Hey, Mami Longlegs. Catnap, komm mit mir. Psst, miau. Nein, Hilfe. Lass nicht zu, dass sie mich wegschleppt. Brrr, lass sie los. Brrr. Brrr, versteck dich. Uff, nicht den Rücken zudrehen. Du kannst sowieso nicht weglaufen. Mami. Gruselig. Oh, eine Spinne, schön. Die Angelrute. Wahnsinn. Mac hat eine Idee. Meine langen Beine werden dich überall hinbringen. Ruff, ruff. Das wird Mami nicht gefallen. Damit rechne ich. Hm, was machst du denn? Spinne, ich werde dich fangen. Gib es her. Nimm deine Krallen von meinem Haar. Lasst mich los. Oh nein, wir müssen Catnap helfen. Das war's, ihr habt mich verärgert. Tut mir leid, Catnap. Wie kann ich Ihnen helfen? Denk nach, Dog Day. Beeil dich. Das kann tatsächlich funktionieren. Lass uns eine kleine Falle bauen. Du rosa Spaghetti. Hast du mich vergessen? Oh, du. Du wirst mein erstes Opfer sein. Autsch. Oh. Sprich für dich selbst. Lass los. Du wirst es bereuen. Sag das deinem Chef. Kommt schon, Mädels. Hier lang. Oh, schade. Hier ist abgesperrt. Eine Sackgasse. Das sind Handabdrücke. Vielleicht musst du deinen drücken. Freunde, welche Handfarbe soll ich auswählen? Schreibt es in die Kommentare. Helft uns. Hm, die Abonnenten sagen blau. Lass uns nachsehen. Es hat geklappt. Danke, liebe Zuschauer. Folgt mir. Puff. Keine Bewegung, Schurke. Gib jetzt Eileen ihr Aussehen zurück. Sie hat einen Vertrag unterschrieben. Gib ihn her. Hm, nie. Wenn du es nicht tust, zwinge ich dich. Gut, schauen wir uns das mal an. Schlaf. Ich habe mich eigentlich vorbereitet. Huh, was? Zu viel Rauch. Ich will schlafen. Knochen. Ich würde Fisch essen. Wo sind wir? Keine Ahnung. Warte. Er hat uns in einen Käfig gesperrt. Oh nein, Mac. Ich bin so verräterisch. Bald wird es ein weiteres Monster geben. Die arme Mac. Sie ist meinetwegen in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie ich ihr helfen kann. Uff, wir können nicht auf unseren Pfoten sitzen bleiben. Ich hab's. Jede Tür kann geöffnet werden. Der Bösewicht unterschätzt unsere Kraft. Halt durch, Mac, wir kommen. Stopp, lass Mac los, du strebehafter Schulabbrecher. Ich bin ein Genie. Ablenkung.
Wow! Nur das nicht. Ein schöner Punkt. Ich fange dich. Wir haben sie verloren. Lass uns kämpfen, Big Boss. Ein Kinderzimmer für Tierkinder. Was ist das? Ein Knochen. So groß und saftig. Gib her. Serviert. Gib ihn mir. Ruff. Hoch. Drehen. Gib's mir. Ruff. Ah, was ist hier los? Gib mir den Knochen. Ruff. Da. Komm her. Er hat sie versklavt. Ich muss allein handeln. Vorsichtig. Zum Glück ist der Wissenschaftler beschäftigt. Welche Taktik soll ich also anwenden? Oh, das ist gut. Der Vertrag ist aufgelöst. Nein, was hast du getan? Wir haben deinen bösen Plan beendet. Jetzt werde ich euch fertig machen. Entspann dich, Rotauge. Oh, Sterne. Meg, du hast es geschafft. Nein, wir waren es. Ich muss nur noch meinen Körper zurückbekommen. Oh nein, das Fläschchen mit dem Elixier ist leer. Was soll ich jetzt tun? Pech gehabt. Halt dich fest. Ich bin gut in Chemie. Ich werde versuchen, das Elixier nachzumachen. Nun wünsch mir Glück. Ein bisschen Einhornmilch. Jetzt Fledermausblut. Das müsste klappen. Ich hoffe es. Nun, es gibt Milch und eine Fledermaus. Ich werde es versuchen. Wow, Mac, du bist genial. Puff, ich danke dir. Lass uns von hier verschwinden. Du gehst und ich nehme den Rucksack. Lauf, Dog Day. Ich liebe Happy Ends. Puff. Gehst du irgendwo hin? Ich habe keine Angst vor dir. Lass uns kämpfen. Nein, nein. Ich hab's verstanden. Ich habe mich geirrt. Verzeih mir. Ich traue dir nicht. Aber es ist wahr. Hier als Zeichen unserer Freundschaft. Bedien dich. Ich liebe Lollipops. Lecker. Was hast du mit mir gemacht? Ich liebe naive Versuchspersonen. Viel Spaß auf deiner Reise, Pomni. Voila. Wer sagt denn, dass ich jetzt kein Genie bin? Yeah. Es... Wir fluchen hier auch nicht. Oh, wir haben einen Neuling. Wie konnte ich dich nur übersehen? Hallo, ich bin Pomni. Hey, Pomni, ich bin dein Ringmaster Kane. Das ist unser Zirkuszelt, hier wohnen wir. Wir haben eine Menge cooler Sachen und alle möglichen Zimmer und sogar eine Wiese mit Schaukeln. Ist sie nicht cool? Sie ist so süß, Jax. Willkommen in der Familie, Pomni. Ich bin offiziell angenommen. Es war schon immer mein Traum, Zirkusartistin zu werden. Wir können jeden Traum wahr werden lassen. Entschuldigung, ich muss los. Wow, was für ein Trick. Den muss ich auch noch beherrschen. Sie ist umwerfend. Warum starrt ihr mich so an? Hatte ich endlich das Glück, meine Seelenverwandte zu treffen? Jax ist irgendwie süß. Sieht aus, als hätten sich die beiden verliebt. Oh, ihr werdet so ein schönes Paar sein. Ah, mein erster Schwarm. Schau mal, Pomni. Aua, aua. Mein Daumen ist weg. Wow, ist das nicht schmerzhaft? Es ist nur ein Scherz. Du bist witzig. Lass mich dir ein paar Tricks beibringen. Ich will nicht, dass du dich langweilst. Hab keine Angst. Bereit? Ja. Alle ab. Achtung. Pomni. Wo bist du? Peekaboo. Jetzt versuchst du es. Halte dich fest und lass ihn bei drei herunter. Eins, drei. Gut. Ups. Ah, mein Anzug. Sieh nicht hin. Das wollte ich nicht. Oh, Pomni, du machst mich so glücklich. Gleichfalls. Übrigens, ich will dir etwas zeigen. Mach dich bereit. Überraschung. Hier, ich habe es selbst gemacht. Wie süß. Lass mich auch mal was probieren. Hokus, Krokus, Pum. Pum. Klingelt da was? Ah, Jax, ich bin so froh, dass ich dich habe. Sie ist ein Ebenbild. Tut mir leid, Pomni, ich muss los. Wir sehen uns. Meine Lieblingslimonade. Hallo, Jax. Psst, ich werde... Psch, was denkst du? Komm schon. Richtig? Ich habe digitale Cupcakes gemacht. Für mein geliebtes Häschen. Pomni hat keine Ahnung. Das ist riesig. Ich habe sogar ein neues Kunststück gelernt. Es ist ein Taschenspielertrick, nichts weiter. Voila. Was für eine Schönheit. Jax, das ist sehr süß. Ich dachte, Jax würde Kane in der Lehre helfen. Und jetzt macht er sich an Ragata ran. Ah! Oh, Pomni, was machst du denn hier? Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich schwöre es. Pomni ist jetzt verärgert. Ja, das war peinlich.
Hoffentlich hat sie uns nicht gehört. Jax hat mich betrogen. Wir waren ein perfektes Paar. Und jetzt ist alles aus zwischen uns. Er hat mir das Herz gebrochen. Und Ragatha? Sie wird ihres noch bekommen. Ich werde mich an ihr für meine gestohlene Liebe rächen. Und meine Rache wird süß sein. Auch digitale Blumen brauchen Pflege. Trink, meine Liebe. Ragatha hat recht. Dehydrierung ist schlecht. Ich nehme ihr Lieblingsgetränk und füge die Note des Kochs hinzu. Oh, hallo, Pomni. Bedien dich. Oh, ich bin so durstig. Glückseligkeit. Obwohl eigentlich... Kane, was ist los mit ihm? Ist er erstickt? Doktor, Doktor. Alles ist zu grün. Es ist klar. Eine schwere Vergiftung. Ins Krankenhaus. Gute Besserung, Chef. Ich habe eine Idee. Ein Eis ist das beste Mittel zur Aufmunterung. Du bist eine hinterhältige Ratte. Ich werde dich trotzdem überholen. Jax, ich habe mir etwas ausgedacht. Interessant. Spuck's aus. Eis mit Giftgeschmack. Das sollte ihr gefallen. Hier, koste es. Oh, Eiscreme. Mein Lieblingsessen. Oh nein. Ich will Jax nicht vergiften. Das darfst du nicht essen. Pomni, was ist los mit dir? Oh, was ist denn mit mir los? Lügner, das ist doch nur Eiscreme. Willst du meine probieren? Nein, danke. Es ist okay, die ersten beiden Versuche sind gescheitert, aber ich gebe nicht auf. Oh, gut. Schauen wir mal. Oh ja. Niemand würde einen solchen Kuchen ablehnen und Ragatha kann ohne Zucker nicht leben. Der letzte Schliff. Ein bisschen Würze muss noch sein. Ausgezeichnet. Und jetzt lass uns die Arbeit zu Ende bringen. Ragatha, darf ich dich fragen? Wow, es ist wunderschön. Hilf mir beim Üben, bitte. Wie konnte er nur? Also, Schatz, ich habe nicht lange überlegt. Wer will einen Kuchen? Komm nie, wir üben hier einen neuen Stunt. Bedien dich. Sie ist fertig. Pomni, ich muss dir sagen, dass ich dich so sehr liebe. Ich? Was ist mit Ragatha? Komm schon, ich habe ihr doch nur als Freund geholfen. Als Freund? Wirklich? Liebe Pomni, willst du mich heiraten? Ja, ich werde dich heiraten. Juhu, ich bin so glücklich. Wir werden eine Familie sein. Eine digitale Blume für meine zukünftige Frau. Danke, das ist schön. No! Oh nein, Ragatha, hör auf. Das darfst du nicht essen. Was ist mit dir und dem Essen los? Ups. Ich muss los. Sie ist in letzter Zeit seltsam. Vor Hochzeitsbammel. Zeit, die Hochzeit zu organisieren. Liebe Braut und lieber Bräutigam, seid ihr bereit, den Bund fürs Leben zu schließen? Lasst uns beginnen. Warum ist die Welt so ungerecht? Jax und ich kennen uns schon seit so vielen Jahren. Und die ganze Zeit habe ich geglaubt, dass er mich eines Tages wieder mögen würde. Ich darf meine Liebe nicht vermissen. Ich habe eine Idee. Du kannst dein Gelübde mit einem Kuss besiegeln. Hurra! Endlich! Halt! Einspruch! Du kannst nicht heiraten. Ich bin schwanger. Von Jax. Was? Das ist nicht mein Baby. Wem gehört es dann? Jax soll mich heiraten. Wie konntest du nur? Verräter! Da war nie etwas zwischen uns. Es ist eine Fälschung. Ich werde es beweisen. Ja, ich wusste es. Du bist schwanger mit einem Basketball. Lügnerin. Ups. Hier, ich hab's dir gesagt. Oh, wie schade. Uff, ich habe mich erschrocken. Leute, das ist mein Hochzeitsgeschenk für euch. Viel Spaß. Danke, Kane. Jetzt können wir einen der schwierigsten Tricks machen. Hallo Leute, seht euch unseren tödlichen Stunt an. Meine Assistentin Pomni hat sich freundlicherweise bereit erklärt, ihr Leben zu riskieren. Und sie hat das für euch getan. Hast du Angst? Warte, Pomnis Lebensgeschichte hat mir verraten, wer der Mörder ist. Ragatha, zeig uns dein Medaillon. Es ist nur ein Medaillon. Hier ist es. Was ist los? Aha, es war Ragatha. Das ist nicht wahr. Sie hat Pomni aus Eifersucht getötet. Officer, nehmen Sie die Verbrecherin fest. Glückwunsch, junge Dame, du gehst in den Knast. Warte, keiner hat jemanden getötet. Was meinst du? Das ist nur ein Trick.
Oh, diese Zirkusleute. Hau ab. Aber Pomni ist tot. Jemand muss sie umgebracht haben. Jax, erkläre es. Es ist ganz einfach. Im anderen Teil der Kiste sind die Beine des Dummies. Siehst du? Pomni ist lebendig und unversehrt. Nur ein Trick? Und er war gut, denn ihr habt es alle geglaubt. Mein Traum ist wahr geworden. Ich bin ein Zirkusartist. Und nun lasst uns eure Hochzeit und den coolsten Stunt der digitalen Welt feiern. Viel Spaß, meine Lieben. Das Essen sieht gruselig aus. Oh, hey, Freunde. Habt ihr uns vermisst? Darauf kannst du wetten. Sie haben mich ganz sicher vermisst. Ein dunkler Schokoladenkuchen. Perfekt. Ah, was ist mit Wednesday passiert? Entspann dich. Es ist noch nicht Schlafenszeit. Wir werden es herausfinden. Lass mich mal sehen. Ja, genau wie ich dachte, kein Puls. Wednesday ist tot. Wie das? Ah, das ist ja furchtbar. Jetzt habe ich noch mehr Angst. Ein Mord ist ein hervorragender Anlass für ein neues Abenteuer. Nennen wir es das Verbrechen des Jahrhunderts. Aber wie finden wir heraus, wer sie getötet hat? Detective Kinga wird uns dabei helfen. Hallo Leute. Kinga wird die Ermittlungen übernehmen. Wer? Ich? Bist du sicher? Natürlich. Kinga ist der beste Schnüffler der Welt. Geh! Siehst du, ich hab's dir gesagt. Lass die Untersuchung beginnen. Ja, das wird der Wahnsinn. Sogar ich bin aufgeregt. Hey, ich zeichne schon seit 2 Stunden das Schild. Was denkst du, wer hat Wednesday ermordet? Schreib es in die Kommentare. Ich habe nämlich keine Ahnung. Okay, wir sehen uns die Leiche an. Keinerlei Hinweise. Wir müssen den Tatort sichern. Ich habe immer ein Absperrband dabei, nur für den Fall. Gib mir eine Minute oder vielleicht zwei. Hörst du wohl auf? Mir ist langweilig. Du hast überhaupt keine Geduld. Hier. Endlich. Hey, Kane, ist das wirklich eine gute Idee? Klar, das ist toll. Ich glaube, ich habe mich abgesichert. Ich bin ein Tatort. Ah! Weiter geht's. Nun, es muss doch wenigstens ein paar Beweise geben. Oh, vielleicht solltest du nach dem Kuchen sehen. Genau. Wednesday hat es gegessen. Oh, das werde ich mir gleich ansehen. Stopp! Was ist, wenn es vergiftet ist? Wir brauchen immer noch unseren Detektiv. Was ist das für ein grüner Busch da? Das ist interessant. Schauen wir uns das mal genauer an. Ich kriege es nicht raus. Leute, helft mir. Zieht. Zieht fester. Wow. Eine Karotte? Wer könnte sie in den Kuchen getan haben? Wer mag schon Karotten? Kaninchen-Karotte. 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 Kaninchen. Kaninchen. Du willst mich wohl verarschen. Warum sollte ich sie töten? Sag du es mir. Jax, gegen dich wird wegen Mordes an Wednesday ermittelt. Nun setz dich doch. Hey, das ist doch Unsinn. Ich habe sie nicht umgebracht. Unser erster Verdächtiger. Du bist aus dem Spiel, Hase. Das Leben ist so beängstigend. Du hast Wednesday getötet. Mörder. Nein, ich bin nicht schuldig. Oh, du bist es. Gestehe. Oh, ist das heiß. Ich glaube, so macht man das nicht. Sag mir, wie du sie getötet hast. Ist das nicht deine Karotte? Nein, ich wurde reingelegt. Es ist nicht meine. Es ist deine. Und hier ist es, wie du es gemacht hast. Die Kinga-Theorie. Die Ferien kommen. Hab ich dich. Ah, lass los, böser Hase. Der Kuchen gehört mir. Hey, wer hat das Licht ausgemacht? Es ist Zeit zum Töten. Tolle Möhre, du hast sogar die Wurzel erwischt. Ich hoffe, der Schneemann hatte eine laufende Nase. Lass uns die Leckerei mit diesem wunderbaren Gift einschmieren, um sie noch würziger zu machen. Perfekt. Juhu. Guten Appetit, Wednesday. Hier, bitte sehr. Es wäre cool, wenn sie auch ersticken würde. Hm, egal. Nichts wird mich davon abhalten, diesen Kuchen zu essen. Lecker. So hast du sie umgebracht. Das ist nicht wahr. Ich war es nicht. Deine Karotte. Du bist ein Killer. Warte, was ist das für ein Stück Papier, das da herausragt? Das müssen wir uns ansehen. Hm, wirklich. Schauen wir mal, was hier ist. Sieht aus wie eine Art Botschaft. Es ist ein Rätsel. Ich bin groß, wenn ich jung bin und klein, wenn ich alt bin. Was könnte das sein? Ich weiß. Sieht so aus, als müssten wir zum Tatort zurückkehren, um es herauszufinden. Toll, und ich muss zu Fuß hingehen.
Niam, niam, niam. Immerhin sind diese digitalen Cupcakes gar nicht so schlecht. Mir wird schon wieder übel. Hallo, Ragatha. Also das Rätsel. Ich bin groß, wenn ich jung bin. Und klein, wenn ich alt bin. Was ist es? Dass du mich beim Teleportieren mitgenommen hast. Freunde, wir haben wichtigere Dinge zu tun. Hast du eine Ahnung? Ich habe eine. Es ist eine Kerze. Genau, es passt alles. Gut gemacht, Pomni. Okay, eine Kerze. Wozu ist die gut? Vielleicht müssen wir sie anzünden, hm? Überlass das mir. Hopp. Ich lebe für solche Tricks. Und was jetzt? Soll es jetzt ausgeblasen werden? Genial. Warte, hier ist noch ein Stück Papier. Da steht ich. Mörder? Nein, 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 du hast es falsch verstanden. Ragatha, gegen dich wird wegen Mordes an Wednesday ermittelt. Aber es ist nicht meine Schuld. Setz dich hin. Ich habe sie nicht umgebracht. Ehrlich. Der neue Verdächtige ist Rattle. Ich meine Regge. Die arme Wednesday. Na na, da haben wir ja einen typischen Mörder hier. Wie konntest du nur? Oh, ich habe es nicht getan. Oh, das hast du. Versuch nicht, mich zu täuschen. Ich bin der König der Strategie und Taktik. Ist das nicht dein Bekennerschreiben? Was? Nein, ich wurde reingelegt. Das gehört mir nicht. Es ist deins. Und hier, wie du es gemacht hast. Die Kinga-Theorie. Die Ferien kommen. Deine Nase wird auch ohne Urlaub auskommen, Frosty. Oh, lass los, böser Lagata. Viel Spaß. Wird es Licht geben oder nicht? Ja, das wird es. Aber für dich, Wednesday, wird es ein besonderes Licht sein. Das am Ende des Tunnels. Mein Plan ist perfekt ausgearbeitet, um den Fiesling Lachs in die Falle zu locken. Guten Appetit, Wednesday. Ich hinterlasse einen kleinen Hinweis für diese naiven Kumpels. Sie sind so dumm, dass sie es nie herausfinden werden. Und jetzt sei still. Egal. Nichts wird mich davon abhalten, den Kuchen zu essen. Los geht's. Lecker. So hast du sie umgebracht. Ich war es nicht. Du warst es. Hier ist der Beweis. Warte einen Moment. Hier sind drei Punkte und das Blatt ist abgerissen. Das ist also nicht die ganze Nachricht. Da fehlt ein Stück. Ich hatte also absolut nichts damit zu tun. Hey, wo willst du denn hin? Ein neues Rätsel. Sieht aus, als sollten wir noch einmal zum Tatort zurückkehren. Warte, jetzt können wir gehen. Bist du bereit? Los geht's. Na, dann lass uns nach einem Hinweis suchen. Wir müssen noch eine Kerze überprüfen. Ja, hier ist ein Teil der Nachricht. Toll, lass sie uns zusammensetzen. Verstanden. Mich finden? Wir haben dich gefunden, Mörder. Warum ich? Stopp, das ist nicht die ganze Botschaft. Es fehlt noch ein Stück. Es ist noch eine Kerze übrig. Ken hat recht. Schauen wir mal. Der Schlüssel zum Rätsel. Das letzte Stück. Wir müssen sie nur alle zusammenfügen. Mich in einem Schuh finden? Eine neue Führung. Überprüft alle eure Schuhe. Meiner ist leer. Meiner auch. Meiner auch. Ja, nichts. Außer diesem wunderbaren Geruch. Aber wenn sie alle leer sind, von welchem Schuh reden wir dann? Ich weiß. Ich muss mir die Schuhe des Opfers ansehen. Ich habe den Schuh. Na, was haben wir denn da? Ein Kiefer wie der von Kane. Mach dich nicht lächerlich. Ringmaster Kane, gegen dich wird wegen des Mordes an Wednesday Addams ermittelt. Ich glaube, es ist ein Betrug. Setz dich hin. Ich bin unschuldig. Zeit, dass Kane ein paar Kinderkrankheiten hat. Alle Beweise sprechen dafür, dass er es war. Mörder. Ja. Wie kannst du es wagen? Ich bin unschuldig. Ja, wir glauben dir nicht. Ich werde dich jetzt entlarven. Ah, meine Augäpfel. Du wirst mich blenden. Das ist dein Kiefer. Gib es zu. Ich wurde reingelegt. Es gehört mir nicht. Es ist deiner. Und hier ist, wie du es gemacht hast. Die Kinga-Theorie. Die Ferien kommen. Nicht für deine Karotte. Oh, lass los, böser Kane. Lasst es euch schmecken, Freunde. Hey, wo ist das Licht? Auf der anderen Seite wirst du kein Licht brauchen. Und ja, es ist ein toller Plan, Jax etwas anzuhängen. Ein bisschen Gift. Oder viel. Ja, lass es richtig einwirken.
Und da isst sie die Karotte auf dem Kuchen. Guten Appetit, Wednesday. Und jetzt lass uns ein bisschen Spaß haben. Ich hinterlasse diesen dummen digitalen Freunden einen kleinen Hinweis. Sie werden ihn sowieso nie finden. Wunderbar. Ich bin so verräterisch. Wie auch immer. Nichts wird mich davon abhalten, diesen Kuchen zu essen. Lecker. So hast du sie umgebracht. Das ist nicht wahr. Ich war es nicht. Du bist der Mörder. Hier sind die Beweise. Warte, da steht etwas auf dem Kiefer. Ja, ein Ballon, wie ich sehe. Was soll das bedeuten? Genau, es hat sich herausgestellt, dass das noch nicht alles ist. Sieht so aus, als sollten wir zurück zum Tatort gehen, um es herauszufinden. Komm schon. Also such den Ballon. Da ist er. Schwarz genau, wie Wednesday ihn liebte. Stimmt genau. Dann lass es uns überprüfen. Das wollte ich schon so lange tun. Bumm. Oh, ist das ein Schachkönig? Warte, der wahre Mörder ist also Kinga? Was? Habe ich Wednesday getötet? Was für eine Wendung. Leute, lasst mich. Kinga, gegen dich wird ermittelt wegen... Nein, 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 ich war es nicht. Warte, da ist etwas drin. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Bild von Wednesday. Das ist seltsam. Schachmatt. Wednesday. Herzlichen Glückwunsch, der Fall ist gelöst. Wie kann sie hier und dort zur gleichen Zeit sein? Schauen wir mal. Oh nein, das ist eine Puppe. Das ist ja noch schlimmer als die tote Wednesday. Ekelhaft. Das Leben ist so beängstigend. Überraschung. Aber Wednesday, was sollte das alles? Es ist einfach todlangweilig hier drin. Ich stimme zu, es ist lahm. Keine Bewegung. Meine Nase ist mein Eigentum. Auf Wiedersehen, Leute. Ich will nach Hause. Ich habe genug von dieser digitalen Langeweile. Warte, Wednesday. Aber wir sind eine neue digitale Familie. Erinnern wir uns daran, wie cool das alles angefangen hat. Hallo zusammen. Willkommen im wunderbaren digitalen Zirkus. Ich bin euer Zirkusdirektor Kane. Und heute zeige ich euch die verblüffendsten und bahnbrechendsten Dinge. Also lasst uns mit unserer Show beginnen. Das ist unsere schüchterne Pomni, die von der Flucht träumt. Und die hübsche Ragata. Sie achtet auf ihre Form. Darf ich vorstellen? Das Kaninchen Jax. Er ist schlimmer als dein Ex. Unser digitaler Zirkus wird dich zum Tanzen bringen. Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Warte, ich glaube, ich sehe dort den Ausgang. Ja, das stimmt, da steht Ausgang. Was ist hier eigentlich los? Vielleicht schlafe ich nur und es ist ein Albtraum. Oh, ah! Pass auf, wo du hintrittst, Mädchen. Wer bist du eigentlich? Haben wir einen Neuling? Willkommen im digitalen Zirkus. Was zum... digitaler Zirkus? Was zum Teufel? Es ist... Nein, nein, wir dürfen nicht fluchen. Wir sind hier, um Spaß zu haben und positive Gefühle zu wecken. Lass mich dich heimführen. Ich verspreche dir, du wirst es hier lieben. Das ist unser Zelt. Schön, nicht wahr? Hier leben wir und machen alle möglichen Sachen. Wir haben eine Menge zu tun. Hier ist es nie langweilig. Weiter geht's. Und das sind The Grounds. Wenn du frische digitale Luft schnuppern willst, ist das der perfekte Ort für dich. Hänge dich auf unsere digitale Schaukel oder verliere dich in unserem digitalen Wald. Hab einfach Spaß, so wie es dein Herz begehrt. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben immer noch The Void. Es ist besser, nicht in die Leere zu gehen. Selbst ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Die Tour ist vorbei. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Achtung, Leute. Es ist Zeit für das erste Abenteuer unseres neuen Mädchens. Das ist das Versteckspiel in der Box-Challenge. Es ist an der Zeit, dass du einen weiteren Bewohner vom digitalen Zirkus kennenlernst. Was für ein Abenteuer. Das ist lächerlich. Das ist unser süßer Kaufmo. Er kann ein bisschen gefährlich sein. Die Sache ist die, wenn er einmal abstrahiert wurde und ich zu faul bin, ihn zu reparieren. Kaufmo, raus! Hallo, Kaufmo! Du siehst ein bisschen schäbig aus. Ah, lauf! Wenn du nicht das gleiche Schicksal erleiden willst, versteck dich. Beeil dich. Hier. Ah, ich will nicht abstrahiert werden. Armer Kaufmo. Das wird legendär werden. Viel Glück! Essen! Essen! Komm her! Ah! Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Ich werde dich finden. Das ist schlecht. Ich habe eine Idee. Lass uns versuchen, ihn damit abzulenken. Hey, Kaufmo, sieh mal, was ich hier habe. Willst du spielen? Nimm es. Ich hoffe, Flamingos schmecken süß. Lecker. Kommt raus, ihr Feiglinge. Oh nein, es hat nicht geklappt. Wer will zuerst gefressen werden? Komm raus.
Sieht aus, als wäre es ernster, als ich dachte. Raus aus der Kiste, Mittagessen. Oh, er ist furchtbar unheimlich. Okay, Schnitt. Das wird nicht reichen. Das ist zu einfach und zu brutal. Hier sind 4 Werkzeuge für dich. Wähle eins aus und mit seiner Hilfe kannst du die Kiste öffnen. Wir sind doch keine Barbaren, oder? Also was wählst du? Den Luftballon. Das ist eine gute Wahl. Hier ist er. Aber wie soll ich ihn aufblasen? Ich habe nicht mal einen Mund. Du hast recht. Ich muss dir helfen. Gib ihn mir. Dafür brauche ich keinen Mund. Obwohl, mein ganzer Kopf ist ein Mund. Aber davon mehr ein anderes Mal. Hier ist dein Ballon. Oh, ist der schön. Jetzt habe ich eine mächtige Waffe. Mit welcher Kiste sollen wir anfangen? Lasst uns mit dieser hier anfangen. Ich nicht. Bitte nicht ich. Tote Kiste. Hey, Mittagessen, du kannst dich nicht verkaufen oder verstecken. Was? Puh, ist schon gut. Oh nein, es ist leer. Wo bist du? Oh nein, ich spüre den digitalen Hunger. Das liegt daran, dass ich gestresst bin. Zum Glück habe ich einen Cupcake. Hm, es riecht süß. Ich komme dich holen, Leckerchen. Armer Kaufmo. Ich hätte nicht erwartet, dass er als Erster durchdreht. Hey, also gut, jetzt bin ich deprimiert. Mission erfüllt. Und jetzt... Ja, da ist jemand in der Kiste. Hey, Kane, ich brauche eine Waffe. Ich bin hier. Was? Oh, ein Werkzeug. Dieses Mal habe ich etwas Neues für dich. Pick. Oh, einmal habe ich eine Trommel von meiner Mutter gestohlen. Oh, ich bin so talentiert. Okay, tschüss. Showtime. Ich kümmere mich um deine empfindlichen Ohren. Ah, und ich war mal Orchesterleiter. Hm, mein Lieblingsmittel gegen Traurigkeit. Macht es dir Spaß? Lass es uns noch lauter machen. Ah, ich kann es nicht ertragen. Bist du taub? Sogar Handschuhe haben einen besseren Sinn für Musik. Oh, hallo Kaufmo, können wir einen Deal machen? Kümmere dich um meinen Magen. Lecker. Hab ich dich. Ich bin unaufhaltsam. Autsch, das tut weh. Nein, warte, das tut es nicht. Wenn es sein Magen ist, ist es nicht so schlimm. Mach dich bereit, abstrahiert zu werden. Nee, dafür habe ich mich nicht angemeldet. Nimm das, böse Augenmasse. Das ist es, was du brauchst, ekliges Gelee. Ich habe hier irgendwo den Ausgang gesehen. Oder ist er? Tut mir leid, aber ich will raus aus diesem Albtraum. Es gibt keinen Weg, es gibt keinen Ausweg. Sie sind alle falsch. Wenn wir alle irgendwie hierher gekommen sind, dann können wir auch wieder rauskommen. Wir müssen nur die Hoffnung nicht aufgeben und es weiter versuchen. Es gibt immer einen Ausweg. Lasst uns unsere Versteckspiel-Challenge fortsetzen. Ich habe neue Werkzeuge für dich, mein lieber Kaufmo. Such dir das aus, das dir am besten gefällt. Ich nehme die Kanone mit. Gute Wahl, Big Eyes. Ups, mein Fehler. Jeder macht manchmal Fehler, sogar Genies wie ich. So ist es besser. Danke, Kane. Ist mir ein Vergnügen, Kaufmo. Worauf wartest du noch? Geh auf die Suche. Wir sehen uns. Ihr seid fertig, ihr Digitalen. Einfach nur dasitzen und warten ist unerträglich. Aber ich habe eine Idee. Ragata? Du bist genial. Jetzt können wir Kaufmo von hier aus beobachten. Ja, ich will sehen, was er vorhat. Und was ich sehe, gefällt mir nicht. Mir gefällt nicht, was ich hier einatme. Er macht Rauch mit seiner Waffe. 3, 2, 1, Onboarding. Hab ich dich. Hey, schon wieder eine leere Box? Warum? Das ist unfair. Halte die Augen offen, Kaufmo. Es ist zu früh, uns jetzt aufzugeben. Ist es kaputt oder so? Komm schon, arbeite. Hier geschehen merkwürdige Dinge. Ich muss es reparieren. Ich muss immer alles selbst machen. Hey, was ist mit mir? Oh, ich hab's. Jetzt wirst du nirgendwo mehr hingehen. So traurig, aber es riecht köstlich. Oh, das riecht nach Popcorn. Das ist ein toller digitaler Snack. Kaufmo ist irgendwo hingegangen und ich werde diese schöne Packung frisches Popcorn essen. Kaufmo ist hinter mir, nicht wahr? Guten Appetit. Ah, Mama. Lecker. Ein hervorragender Köder und das Wichtigste, er funktioniert. Haut. Ups, ich bin noch am Leben. Oh, hallo, Rutschab. Nein. Weißt du was? Was hat es für einen Sinn, gegen ihn zu kämpfen, wenn Wednesday uns verlassen hat und Kaufmo schon alle meine Freunde gefressen hat? Ich werde einfach hingehen und aufgeben. Und wenn ich Glück habe? Ich habe dich gefunden. Kaufmo. Ah, ich gebe auf. Du kannst mich verdampfen oder was auch immer du da tust. Wirklich? Na gut. Ich bin unbesiegbar. Oh oh. Bin ich am Leben? Bin ich gesund? Wer ist da? Wo bin ich?
Bist du hungrig? Bediene dich. Ich habe Muffins gebacken. Was? Nein! Es ist gerade noch schlimmer geworden.